Hallo zusammen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Webinar Potenziale von maschinellem Lernen in der Produktion. Mein Name ist Tizian Schneider. Ich arbeite unter anderem auch am CEMA und dort am Mittelstandskompetenzzentrum 4.0. Ich bin am CEMA Gruppenleiter für die Gruppe Machine Learning in der Produktion. Wir beschäftigen uns vor allem mit Condition Monitoring, Zustandsbewertung auf Basis von datengetriebenen Modellen, und die Themen darf ich Ihnen heute mal ein bisschen vorstellen und vielleicht auch ein paar Beispiele aus den Projekten, die ich dort leiten darf. Wenn Sie Fragen haben während dem Webinar, können Sie die gerne im Text stellen. Ich kann dann direkt darauf eingehen, weil ich die hier mit angezeigt bekomme. Hier mal gucken. Wir fangen an mit der kleinen Vorstellung vom KI-Kompetenzzentrum in Saarbrücken. Wir haben vor einiger Zeit angefangen mit dem E-Business-Lotse, das wir dann ausgeweitet haben auf das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum, und jetzt eben im letzten Jahr haben wir das noch ausgestattet mit den KI-Trainern, die im Prinzip sich jetzt speziell für Themen wie KI, maschinelles Lernen und so weiter beschäftigen. Im Prinzip haben wir vier Themenfelder, mit denen wir uns beschäftigen. Das ist einmal die Produktionsvernetzung. Also aus diesem Themenbereich ist auch unser heutiger Vortrag. Wir haben die Mensch-Technik-Interaktion, vor allem Mensch-Roboter-Kollaboration ist hier sehr stark vertreten am CEMA. Wir haben das digitale Handwerk und Geschäftsmodelle, die dann aber mehr abgedeckt werden von dem AWSI, unserem Partner dafür. Also im Prinzip ist das alles recht zweigeteilt. Auf der einen Seite haben wir die KI in der Produktion, der ist vor allem am CEMA, im Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik, angesiedelt ist. Und auf der anderen Seite haben wir die KI im Büro, um die sich das AWSI kümmert. Und unsere Aufgabe ist eben, vor allem kleine und mittelständische Unternehmen zu informieren, Personen zu qualifizieren in Vorträgen wie heute, und auch zu vernetzen. Und dazu haben wir eben eine ganze Reihe von verschiedenen Vorträgen. Hier ist mal ein kleiner Ausschnitt, was in nächster Zeit noch an Vorträgen geplant ist. Im Moment alles als Webinar durchgeführt. Da haben wir zum Beispiel Webinar zur Blockchain. Wir haben einen Praxistag zu Retrofit, Modernisierung von Produktionsanlagen und Maschinen. Wir haben den Digitaltag 2020, weiteres Webinar und auch zum Beispiel einen Online-Sprechtag, wo man mit konkreten Fragen hinkommen kann und fragen kann. Speziell hinweisen möchte ich auf die KI-Konsa 2020, eine Online-Konferenz, ursprünglich eigentlich geplant als Präsenzkonferenz, gerade zu dem Thema KI, maschinelles Lernen im Mittelstand. Es gibt eben verschiedene Vorträge dort. Es gibt Möglichkeiten, sich auszutauschen, Personen kennenzulernen, die in derselben Lage sind oder in derselben Situation sind wie Sie, und eben vor allem die Vernetzung hier voranzutreiben. Leider müssen wir es auch das als Online-Konferenz durchführen. Wäre natürlich schöner, das am CEMA in der Demonstratorlandschaft zu machen, aber das geht leider im Moment nicht. Ja, und damit kommen wir jetzt eigentlich schon zum eigentlichen Teil des Vortrags. Ich gebe eine kleine Einführung zum Thema maschinelles Lernen und was man damit machen kann. Und dann gehen wir auch schon dahin rein, wie man das jetzt auch wirklich umsetzt. Wenn man nämlich zum Beispiel an bestehende Konzepte wie die Produktionsstatistik anknüpft, dann oft wird maschinelles Lernen als was revolutionär Neues bezeichnet, aber im Prinzip ist es nur eine konsequente Weiterführung einer Produktionsstatistik mit neuen Tools. Danach einige Best-Practice-Anwendungen, also wie man wirklich zum Machine Learning-Ergebnis dann kommt. Und am Schluss gucken wir uns noch an die häufigsten Hemmnisse, vor allem in kleinen mittelständischen Unternehmen, und wie man die schon vorher absehen kann und geschickt umgehen kann, sodass man hier nicht aufgehalten wird.
Als Einführung, wir sind ja das Kompetenzzentrum Saarbrücken und im Saarland war schon immer die Stahlindustrie ganz großes Thema. Und das manifestiert sich, diese Stahlhistorie, im Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Das war von 1873 bis 1986 ein großes Hüttenwerk und ist seit Mitte der 90er Jahre Weltkulturerbe. Und wenn man da durchgeht, dann gibt es dort auch Beschreibungen im Prinzip, wie man schon damals Zustandsbewertung gemacht hat. Man hat nämlich trainierte Experten gehabt, die waren darauf geschult, auf alle möglichen Unterschiede in den Geräuschen der Hütte zu achten. Wie klingt, wie klingen die Winderzeuger? Wie klingt der Hochofen? Solche Sachen. Und die haben im Prinzip schon relativ früh gehört, wenn irgendwas schief geht an der Hütte. Vor allem hier in diesem Schräglastenaufzug, der hier unten links im Bild zu sehen ist. Und als man die abgeschaltet hat, die Hütte, dann gab es tatsächlich das Phänomen, dass diese Leute nicht mehr schlafen können, weil dieser Lastenaufzug, der war so laut, man hat ihn ganz Völklingen gehört. Und die waren eben so darauf getrimmt, auf diese Unterschiede in den Geräuschen zu hören, dass sie ohne diese Geräusche fast gar nicht mehr schlafen konnten. Heutzutage haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, hier keinen Experten mehr anzusetzen, sondern eben einen trainierten Algorithmus. Man bringt dem Algorithmus quasi genau das Gleiche bei wie dem Experten früher, nämlich wie klingt zum Beispiel der Lastenaufzug, wenn er normal benutzt wird im Normalbetrieb. Und dann kann der Algorithmus Abweichungen davon erklären. So im Prinzip, ja, ganz einfach gesprochen, worauf wir hinaus wollen. Wir wollen im Prinzip Verschleißsymptome oder Symptome für Schäden erkennen mit einer Mustererkennung und die dann richtig interpretieren. Auf der nächsten Folie habe ich das mal auf einem ganz einfachen Beispiel dargestellt, wo es um die Erkennung von einer Kühlerleistung an einem Hydraulikaggregat geht. Ja, linke Bild ist das, was der Mensch sehen würde, wenn er sich das anguckt. Und da sehen wir bei 100% Kühlerleistung, das sind die blauen Daten, sind wir bei unter 40 Grad Öltemperatur. Und weil, wie wir erwarten, wenn die Kühlerleistung reduziert wird, indem sich zum Beispiel der Kühler mit Staub zusetzt, dann steigt diese Temperatur. Bei 20% Kühlerleistung sind wir dann irgendwo zwischen 45 und 50 und bei 3% Kühlerleistung dann schon über 55. Das ist, was der Mensch sieht und das macht ja auch Sinn. Je weniger Kühlleistung ich habe, desto heißer wird die Maschine. Was sieht das maschinelle Lernen davon? Das maschinelle Lernen sieht das rechte Bild. Der einzige Unterschied ist die Achsenbeschriftung. Das maschinelle Lernen ist an sich erstmal dumm, leicht gesprochen, und weiß nicht, was eine Öltemperatur ist, weiß nicht, was eine Kühlerleistung ist. Es sieht nur Datenwerte. Und es sieht, es gibt drei verschiedene Klassen, blau, rot und gelb. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Temperatur unter 40 Grad sehe, 35 Grad aktuell, dann sieht das maschinelle Lernen das auch und sieht, ja, statistisch gesehen liegt das voll in der blauen Gruppe drin. Also ordne ich das dieser blauen Gruppe zu. Was auch immer diese blaue Gruppe bedeutet. Das weiß das maschinelle Lernen an sich nicht. Aber der Mensch sieht dann natürlich wieder, okay, die Maschine sagt, das liegt voll in der Gruppe 100% Kühlleistung, also ist meine Maschine voll in Ordnung. Das ist im Prinzip die Grundidee. Ja, einfach statistische Verteilungen angucken und dann dementsprechend die Gruppen zuordnen. Also die frühen Anfänge des maschinellen Lernens waren dann auch in der Statistik verankert, in den statistischen Methoden. Am Anfang hieß es Statistikanalyse, danach hieß Mustererkennung, heutzutage eben Machine Learning oder Deep Learning, wie man es oft nennt. Aber im Prinzip ist es im Kern immer noch die Statistikanalyse. Und damit gehen wir im Prinzip an unsere Daten ran. Das heißt, wir gucken uns historische Daten an. Wenn wir nochmal auf das Beispiel mit der Hütte gucken, wir hören zum Beispiel mal rein mit dem Mikrofon, wie klingt denn ein normales Hüttenwerk? Und lassen im Prinzip durch den Algorithmus,
durch die statistische Analyse Verschleißsymptome erkennen und lernen im Prinzip, wie wir die verrechnen müssen, diese Verschleißsymptome, um eben auf den Maschinenzustand zum Beispiel zu kommen. Und wenn wir das gelernt haben, dann können wir im Prinzip dieses Wissen einsetzen im zweiten Schritt hier, um diese Schadensmuster wiederzuerkennen und im Prinzip von diesen Mustern oder von den aktuellen Daten dann im Prinzip auf den Zustand einer Maschine oder der Produktion zu schließen. Nächste Folie. Man kann nicht nur Verschleiß damit erkennen. Also man kann zum Beispiel auch verschiedene Schäden klassifizieren. Je nachdem, was gerade los ist. Also die maschinelle Lernen kann nicht nur sagen, dass etwas passiert oder dass die verbliebene Lebensdauer zu Ende geht, sondern eben auch, warum zum Beispiel ist das kaputt? Was geht gerade kaputt? Man kann das Gleiche, die gleichen Algorithmen auch nutzen, um Sensorfehler zu erkennen, indem man im Prinzip zum Beispiel typische Sensorfehler mit in das Signal integriert und dann die Algorithmen darauf trainiert, eben gerade normale Sensordaten von künstlich verschlechterten zu unterscheiden. Man kann, wie gesagt, schon die verbliebene Lebensdauer bestimmen. Das ist hier unten in dem Bild mal dargestellt. Da sieht man, wie sich die Datenpunkte von 100% Zustand bis hin zum System Failure verschlechtern. Und je nachdem, wo auf dieser Kurve man gerade ist, kann man dann eben sagen, okay, meine Lebensdauer ist noch 2 Wochen, dann muss die Maschine gewartet werden, zum Beispiel. Man kann aber auch Größen messen, die eben nicht direkt bestimmt werden können. Ein Beispiel ist hier zum Beispiel ein Kunststoffextruder. Da hatten wir das einmal. Da möchte man eigentlich am liebsten die Viskosität des Kunststoffes wissen. Also die Viskosität während dem Spritzgussvorgang. Das lässt sich aber nur sehr, sehr schwer sensorisch erfassen. Allerdings kann man aus anderen Werten, wie zum Beispiel der eingebrachten Knetenergie durch die durch den Knetmechanismus, durch die aktuelle Temperatur, durch die Zusammensetzung des Kunststoffes, durch solche Werte kann man die Viskosität wieder indirekt bestimmen. Und das kann man zum Beispiel mit maschinellen Lernmethoden machen. Man kann aber auch, wie hier im rechten Bild zu sehen, einfach Daten visualisieren. Hier sieht man jetzt zum Beispiel schön den Lebensdauerverlauf. Aber je nach Transformation oder je nach Projektion, die man nutzt, sieht man vielleicht unterschiedliche Sachen. Man kann zum Beispiel sehen, was sind die größten Einflussfaktoren auf meine Daten? Ja, sind die denn stabil oder ändert sich das ständig? Und wenn sich's ändert, wodurch denn? Oder was wir auch in einem letztes Jahr abgeschlossenen Projekt hatten, eine Zustandsüberwachung als Produktmerkmal. Da ging es darum, eine Lebensdauervorhersage zu machen für elektromechanische Zylinder, dafür wäre Festo. Da war einfach die Frage, wie lange hält dieser Zylinder noch? Das sind Fragen, die man mit maschinellem Lernen beantworten kann. Sie müssen sich aber im Klaren sein, dass das meistens noch nicht reicht, um wirklich damit Geld zu verdienen. Denn zum Beispiel einfach nur die erwartete Qualität oder den erwarteten Verschleiß anzuzeigen, bringt noch nichts. Man muss mit dieser Information auch tatsächlich was anfangen. Und typische Anwendungen, wo das dann was bringt, ist hier zum Beispiel eine planbare Wartung. Ja, also wenn mein System anzeigen kann, wann ich warten kann, dann kann ich die Stillstandszeiten verkürzen, indem ich zum Beispiel schon vorher die Ersatzteile bestelle. Oder dafür sorge, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Maschine gewartet werden muss, auch mein Wartungspersonal verfügbar ist. Vielleicht muss ich dafür eine Wartung ein bisschen vorziehen oder die Maschine ein bisschen langsamer laufen lassen. Solche Sachen kann ich dann machen, um das zu optimieren. Ich kann auch die gesamte Lebensdauer ausnutzen. Also Sie kennen es ja zum Beispiel von Ihrem Auto. Da ist vorgeschrieben, alle paar tausend Kilometer, je nach Auto ist das unterschiedlich, vielleicht 25.000 Kilometer, muss ein Ölwechsel gemacht werden. Das ist aber völlig unabhängig davon, ob das Öl, das im Motor ist, noch gut ist oder schon
komplett vielleicht schon früher verschlissen ist, weil Wasser oder Dreck reingekommen ist. Und wenn Sie aber ein Condition Monitoring System haben, dann können Sie die Lebensdauer voll ausnutzen und warten auch wirklich nur dann, wenn es wirklich nötig ist. Kleiner Tipp hier noch, ein Condition Monitoring System zu implementieren, heißt aber nicht, dass Sie nie wieder ungeplante Ausfälle haben. Wir hatten hier ein Beispiel, ein Industriepartner von uns hat ein Condition Monitoring System implementiert und dann ist doch die Maschine abrupt ausgefallen, stand einfach still. Und das haben wir uns dann natürlich angeguckt, was passiert ist. Und es war schlicht einfach so, ein Werker ist mit seinem Gabelstapler an der Maschine hängen geblieben und hat die leicht beschädigt, sodass die auf jeden Fall erstmal ausgefallen ist. Das war nichts, was ich vorher in den Sensordaten hätte abzeichnen können. Ja, also maschinelles Lernen sieht immer nur das, was sich in den Sensordaten der Maschine vorher abzeichnet an Qualitätsverlusten oder an Verschleiß. Solche abrupten Sachen, die sie nicht vorher anzeichnen, das kann man mit maschinellem Lernen nicht erkennen, erst wenn es zu spät ist. Ja, ein Beispiel hatten wir dann noch, schnelles Erkennen von Rüstvorgängen. Da ging es um eine vollautomatisierte Montagelinie, wo man in den Daten schon direkt gesehen hat, dass nach jedem Rüstvorgang die Sensorwerte komplett anders ausschauen. Und das signifikanten Einfluss auf die NEO-Rate hat, also im Prinzip auf die Ausschussrate hat. Und da hat man direkt gesehen, ja, der Grund dafür ist eben der Rüstvorgang, der nicht zuverlässig genug arbeitet. Solche Sachen konnte man damit leicht identifizieren mit dem maschinellen Lernen. Ja. Zur Einordnung, weil hier vor allem ja, beim maschinellen Lernen und im aktuellen Deep Learning Hype werden Begriffe schnell durcheinander geworfen. Also hier mal eine kurze Darstellung dazu. Wir haben als Überbegriff die künstliche Intelligenz. Da ist sowohl diese logischen Systeme, also logisches Schließen mit drin, das automatisiert werden kann, als auch das maschinelle Lernen, das wie gesagt im Kern auf eine Statistikanalyse basiert und im Prinzip ein statistisches, erfahrungsbasiertes Schließen erlaubt. Und als Untergruppe im maschinellen Lernen, als einer der Algorithmen, die hier genutzt werden, ist das Deep Learning. Ich komme später nochmal dazu, dass man Deep Learning nicht unbedingt braucht und das vor allem am Anfang meiner Meinung nach eher schadet als nutzt, wenn man direkt mit Deep Learning anfängt, weil Deep Learning auch Nachteile haben kann. Als Anknüpfungspunkt würde ich immer die Produktionsstatistik empfehlen. Wie gesagt, maschinelles Lernen ist nur eine Fortführung der Statistikanalyse. Und da gibt es eben verschiedene Phasen oder verschiedene Stufen der Statistikanalyse. Meistens fängt man an mit einer deskriptiven Analyse, die einem erstmal zeigt, was passiert überhaupt an meiner Maschine. Das kann man ausweiten mit der diagnostischen Analyse. Warum passiert erst was? Und dann möchte ich natürlich auch wissen, was wird in Zukunft noch passieren? Wie wird sich meine Lebensdauer auswirken oder wie wird sich meine Qualität entwickeln, die die Maschine produziert? Und als letztes dann noch, was muss ich tun, damit sich meine Qualität so entwickelt, wie ich das gerne haben möchte? Man kann in all diesen Stufen maschinelles Lernen anwenden, muss es aber nicht. Das ist auch eine Message. Nicht alle Probleme lassen sich optimal mit Machine Learning lösen und manchmal ist es einfach schlauer, mal eine Runde drüber nachzudenken, was denn hier passiert, als dann alles versuchen, mit Machine Learning zu erlösen. Dann, was hier auch an dem unteren Pfeil dargestellt ist, es steigt zwar mit jeder Stufe der Mehrwert, allerdings steigt auch die Komplexität, also die Schwierigkeit dieser Analysen. Ich will mir jetzt im nächsten in den nächsten Folien noch ein paar Beispiele geben, wie die verschiedenen Stufen aussehen können. Wir fangen an mit der deskriptiven Analyse, also was ist passiert. Und das klassische Beispiel dafür ist die OEE, also so eine Overall Equipment Efficiency. Wenn Sie jetzt eine
Maschine haben. Dann haben Sie hier einmal als hier A bezeichnet die geplante Betriebszeit. Das je nachdem. Und die OEE beschreibt im Prinzip, in wie viel Prozent der Betriebszeit, der geplanten Betriebszeit für diese Maschine, werden denn Gutteile produziert. Also Teile, die die End-of-Line-Test überstehen und dann auch zum Kunden versandt werden können. Also im Prinzip ist die OEE die Gutmenge durch die komplette Betriebszeit. Das ist so ein klassisches Beispiel für Produktionsstatistik. Und das können Sie als Startpunkt nehmen für die Einführung von datenbasierten Entscheidungen. Also wir hatten hier vor kurzem ein Beispiel. Das war jetzt leider kein KMU, sondern ein Großunternehmen. Da hatten sie mit einer Maschine das Problem, dass die OEE einfach nicht da war, wo der Konzern sie gerne hätte. Also der Konzern macht für alle Niederlassungen Vorschriften, wo die OEE zu sein hat. Und hier war eben an der Maschine dieses Ziel über längeren Zeitraum nicht erreicht. Deswegen wurden wir dazu geholt, um zu beraten. Und allein dadurch, dass wir uns hier mal die OEE so aufgeteilt haben in Stillstände, kleinere Stopps und reduzierte Geschwindigkeit und Ausschuss, kam schon direkt raus, die größten Laufzeitverluste hat man eigentlich mit dem Grund, der im Betreiberlogbuch hinterlegt war, Personalmangel. Ja, also es war ein vollautomatisierter Montageautomat, um den es hier ging, wo bei dem alle Einzelteile nur als Schüttgut zugegeben werden. Und der Hauptgrund, warum der stand, war einfach, ja, es gab keinen, der da gewesen wäre, um Material nachzuschütten. Und würde man hier dieses Problem lösen, wäre man schon fast da, wo man mit der OEE hin möchte. Das war von uns ein bisschen frustrierend, weil wir hatten uns was Spannenderes erhofft und eigentlich sind wir am CEMA ja eher ingenieurswissenschaftlich ausgelegt, weniger auf Betriebsorganisation und dachten eher, wir müssen uns angucken, wie wir Ausschuss reduzieren. Das kam dann zusätzlich noch. Aber allein dadurch, dass man sich das mal genau angeguckt hat, seine OEE, kam schon direkt raus, was man machen kann, um es zu verbessern. Das heißt, es hat völlig gereicht, hier eine deskriptive Analyse durchzuführen und daraus war schon direkt klar, was man machen muss. Nämlich mehr Personal für die Maschine abstellen. Zweite Stufe ist die diagnostische Analyse. Ja, das war auch eine Frage. Hier kann ich nicht anhand der Maschinendaten, wie zum Beispiel ein Schrauber, der beim Verschrauben von Schrauben das Drehmoment misst, kann ich nicht anhand solcher Daten schon vorhersagen, wie der End-of-Line-Test ausfallen wird für dieses Bauteil. Wenn ich zum Beispiel sehe, ja, es verkantet sich beim Verschrauben, dann brauche ich da ja gar nicht weiterzuarbeiten mit dem Teil, weil ich schon weiß, dass es am Ende sowieso nicht durch den End-of-Line-Test kommt. Und dafür bieten sich solche Transformationen an, wie die lineare Diskriminanzanalyse hier. Was sie macht, nochmal hier an unserem Beispiel, sie geht davon aus, dass es innerhalb von Gruppen gewisse Gemeinsamkeiten gibt und die Gruppen sich gegenseitig unterscheiden in anderen Merkmalen. Und was die lineare Diskriminanzanalyse macht, ist einfach eine Projektion, die eben diese Unterschiede zwischen den Gruppen und die Gemeinsamkeiten innerhalb von Gruppen optimal darstellt. Und da kann ich dann im Prinzip schon direkt sagen, okay, Unterschiede denn zwischen den Gruppen gibt es dann in den und den und den Maschinendaten. Also sorgen die dafür, dass zum Beispiel hier meine NIO-Teile von den IO-Teilen unterschieden werden können. Das kann mir die LDA direkt sagen. Ja, das ist schon so eine ganz einfache Art von Machine Learning, hätte ich fast gesagt. Wurde eigentlich erfunden 1939. Die lineare Diskriminanzanalyse, da gab es noch keine Computer. Da hieß es, wie gesagt, noch Statistikanalyse. Nächster Schritt ist die prädiktive Analyse. Und hier würde ich als Beispiel eben aus Moses Brot die Lebensdauervorhersage der Achse
Beispiel. Hier kam gerade die Frage, ob das die LRA ist, wie die lineare Regression. Ja, das ist im Prinzip die lineare Regression für Klassifikation. Wenn wir nochmal auf die Folie zurückgehen, hier haben wir im Prinzip zwei Gruppen. Gut, hier kann man denen noch einen Zahlenwert zuordnen, 20 und 3%. Aber das könnte ja zum Beispiel Gruppe sein, Schaden A und Schaden B. Oder NIO und IO. Dann habe ich hier keine Zahlenwerte, die ich zuweisen kann. Und die LEA macht das im Prinzip für die Klassifikation. Also der einzigste Unterschied zur Regression ist, bei der Regression habe ich im Prinzip einen Zahlenwert, den ich am Schluss rauskriegen möchte. Bei der Regression oder bei der linearen Diskriminanzanalyse möchte ich dann am Schluss ein Klassifikationslabel haben, wie zum Beispiel IO oder NIO. Gerne. Genau, kommen wir nochmal zurück auf die Lebensdauervorhersage. Also in dem Projekt haben wir das dann im Prinzip so gemacht. Wir haben so eine elektromechanische Achse genommen, haben die gegen eine Last laufen lassen, bis sie kaputt ist und haben einfach ein Mikrofon und einen Vibrationssensor dran gesteckt. Und dann zu gucken, im Prinzip kann man dann aus der Schallemission dieser Achse die verbliebene Lebensdauer vorhersagen. Und das haben wir nicht nur mit einer Achse gemacht, sondern insgesamt mit drei, vier von denen. Und haben dann im Prinzip mit ja, so einer aufgestaffelten Datenanalyse mit maschinellem Lernen eben die Signalmuster gefunden, die uns genau die Lebensdauer dieser Achse vorhersagen. Das ist im Prinzip genau dieses Beispiel hier. Als letztes kommen wir dann noch auf die präskriptive Analyse. Hier können wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben in der Mitte hier ein Machine Learning Modell unserer Maschine. Ich nehme mal wieder diesen Schraubprozess her. Der Schraubprozess, bei dem das Drehmoment gemessen wird. Und bei dem kann ich natürlich jetzt schauen, im Prinzip, wenn ich weiß, wie fest habe ich die Schrauben festgedreht. Wir haben nochmal eine Frage, können wir eine Lebensdauer auch im Stromverbrauch prognostizieren? Ja, am Ende war es das auch im Prinzip. Weil Festo am Schluss gesagt hat, ja gut, ist ja schön, dass wir die Lebensdauer vorhersagen können an den Vibrationssensoren. Allerdings stehen die Achsen unter so einem hohen Preisdruck, dass 1 € Sensorik zu teuer ist. Das heißt, wir haben im Prinzip keine Sensoren mehr daran. Dann haben wir uns aber angeguckt, was ist denn mit den Stromsensoren, die im Motorcontroller drin stecken, der die Achse antreibt. Und auch da waren im Prinzip die Verschleißmuster komplett drin. Und am Schluss wurde das finale Modell im Prinzip basierte nur noch auf dem Stromverbrauch. Also es war nicht der Gesamtstromverbrauch, sondern wirklich der aktuelle Strom in den einzelnen Phasen des Antriebs. Aber im Prinzip konnte man sich so die zusätzliche Sensorik sparen, weil man den Stromverbrauch, den aktuellen, sowieso für die Regelung braucht. Das heißt, die Sensoren stecken sowieso schon drin. Also für Festo war das praktisch, weil die auch den Motorcontroller verkaufen. Und dann ist das, sage ich mal so, im Idealfall nur noch ein Software-Update für den Motorcontroller, dann kann der das auch. Gut, nochmal zurück zum Schraubprozess. Wir haben also jede Menge Daten von ja, Bauteilen, die zusammengeschraubt wurden. Und im Prinzip die zugehörigen End-of-Line-Tests. Und damit können wir zum Beispiel jetzt schauen, ja, wenn wir jetzt das Drehmoment leicht erhöhen, haben wir dann tendenziell eine höhere IO-Rate oder NIO-Rate? Oder bringt das nichts? Oder sind wir vielleicht schon zu fest und müssen eher ein bisschen leichter andrehen, die Schrauben, damit die Gummidichtung, die hier verschraubt wird, besser hält? Und wenn man hier ein gutes Modell hat, ein Machine Learning-Modell, das, wie gesagt, anhand von den verschiedenen Parametern die NIO-Rate vorhersagen kann, dann kann ich den Kreis im Prinzip schließen und das Ganze automatisch optimieren lassen.
sodass man im Prinzip immer guckt, wie kann ich verschiedene Stellgrößen der Maschine variieren. Es muss nicht nur, es kann ja sein, dass es mehrere Schraubprozesse sind. Es kann sein, dass es noch andere Prozesse zwischendrin sind, die ich von außen beeinflussen kann, bei denen eben Parameter vorgegeben werden, und kann das Modell fragen, wie würden sich diese Variationen auf meine NIO-Rate auswirken, also auf meinen Ausschuss. Ja, und wenn ich das automatisch optimiere, kann mir das Machine Learning Modell so im Prinzip sagen, was sind die optimalen Parameter, mit denen ich meine, in dem Fall die Dichtung verschrauben sollte oder meine Maschine fahren sollte. Dabei aber bitte immer aufpassen, wenn ich ein Machine Learning Modell habe, dann gilt das immer nur für die Daten, auf die ich es auch trainiert habe. Also wir hatten es vorhin in dem Beispiel mit den Temperaturen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine viel niedrigere Temperatur habe, dann kann natürlich immer noch ich habe eine leicht erhöhte Temperatur, machen wir das so, das Beispiel. Dann denkt natürlich der Algorithmus, ja, okay, die Kühlerleistung ist reduziert. Aber vielleicht ist die Kühlerleistung ja gar nicht drin reduziert, sondern wir haben jetzt einfach Sommer. Wir haben das Modell im Winter trainiert, in der Halle wurde es kalt und dann war die Maschine auch an sich einfach kälter. Jetzt haben wir aber Sommer, das heißt, die Grundtemperatur ist schon einfach viel höher. Also muss ich aufpassen, dass mein Machine Learning Modell das im Prinzip mit berücksichtigt. Das heißt, solche Quereinflüsse muss ich damit auch abgedeckt haben. Oder wenn mein Machine Learning Modell plötzlich in einem Drehmomentbereich möchte, in dem ich noch nie Daten erhoben habe. Das ist natürlich dann auch nur Raten, was es da macht. Im Prinzip eine Extrapolation. Das ist aber immer Glücksspiel, ob sowas funktioniert. Also sollte man mit solchen Analyseverfahren hier auch sehr vorsichtig sein. Was ich Ihnen auch noch zeigen möchte, die Folie wäre jetzt viel interessanter, wenn wir hier Animationen hätten, was hier anscheinend nicht geht in diesem Player. Das ist nämlich ein Beispiel für Statistikanalyse, das Daniel Kahneman immer seinen Studenten gezeigt hat. Daniel Kahneman hat den Nobelpreis für Wirtschaft gewonnen über seine als Wirtschaftspsychologe im Prinzip. Und er hat seinen Studenten auch immer Statistik beigebracht. Und in der Statistik gilt natürlich das Gesetz der großen Zahlen. Er hat das aber immer gerne umgedreht in diesem Beispiel hier, indem er sich hier angeguckt hat, die Landkreise mit dem geringsten relativen Vorkommen von Nierenkrebs, was die dann verbindet. Und da kommt raus, die sind alle ländlich, dünn besiedelt, überwiegend republikanisch regiert und liegen im mittleren Westen, Süden und Westen der USA. Und sein Beispiel war immer, ja, eins dieser Merkmale erklärt perfekt, warum hier der Nierenkrebs so hoch oder so ein hoher Prozentsatz an Leuten Nierenkrebs bekommen. Man kann sich das dafür viele Erklärungen ausdenken im Prinzip. Aber was auch möglich ist, man kann sich ja auch angucken, welche Landkreise haben denn die höchsten relativen Vorkommen an Nierenkrebs. Und da fällt auf, das sind genau die gleichen Eigenschaften. Aber das geht ja eigentlich gar nicht, dass zum Beispiel der ländliche Charakter, wo man sagen könnte, okay, hohes Nierenkrebsvorkommen macht vielleicht Sinn, weil das nächste Krankenhaus ist weit entfernt. Wir haben hier eine schlechte Gesundheitsversorgung zum Beispiel. Dass das auch gleichzeitig für einen niedrigen oder gleichzeitig für einen niedrigen und ein hohes Vorkommen von Nierenkrebs sorgt, das geht ja nicht. Das Einzige, was möglich ist, ist die dünne Besiedlung. Und Sie kennen das vielleicht das Gesetz der großen Zahlen umgedreht, also dass bei großen Zahlen das die Varianz im Prinzip klein ist und man sich immer weiter an den Mittelwert annähert. Aber umgekehrt heißt das, dass ich bei kleinen Stichproben, also bei wenig Daten, viel extremere Ergebnisse erwarte. Was hier im Prinzip mein extremes Ergebnis ist, sowohl das höchste Vorkommen an Nierenkrebs und auch das geringste Vorkommen an Nierenkrebs, einfach nur dadurch, dass ich hier eine kleine Stichprobe habe und das im Prinzip einfach zufällig passiert. Ja, das Gleiche habe ich auch im maschinellen Lernen. Ich mache eine Statistikanalyse und wenn ich zu wenig Daten habe,
zu wenig Datenbeispiele, zum Beispiel von einer gut funktionierenden Maschine und einer schlecht funktionierenden Maschine. Und ich versuche dann zu analysieren, was ist denn der Unterschied zwischen der gut funktionierenden und der schlecht funktionierenden Maschine. Dann kann gut sein, dass ich irgendwas rausbekomme, das aber nicht statistisch signifikant ist. Weil in kleinen Stichproben kriege ich extremere Ergebnisse. Dann sehe ich vielleicht nur einen vermeintlichen Zusammenhang. Ja. Sie können es auch so betrachten, ein statistischer Zusammenhang ist noch lang kein kausaler Zusammenhang. Und was Sie ja eigentlich wollen, ist ein kausaler Zusammenhang und kein statistischer. Deswegen immer auf große Datenmengen achten. Also viele, viele Beispiele meine ich damit. Viele Beispiele von gut funktionierenden Maschinen, viele Beispiele von schlecht funktionierenden Maschinen. Hier in der Folie möchte ich vor allem, die zeigt im Prinzip die verschiedenen Schritte während der maschinellen Analyse mit maschinellem Lernen. Also als erstes muss ich überhaupt mal meine Rohdaten organisieren. In der zweiten Schritt muss ich diese Rohdaten mit Prüfdaten versehen. Ja. Wir hatten vorhin das Beispiel, wo wir versucht haben, anhand von den Daten, zum Beispiel aus den Schraubprozessen, vorherzusagen, ob ein Produkt IO oder NIO getestet wird am Ende of Line Test. Ja, dazu muss ich natürlich irgendwie die Rohdaten, also die Drehmomentmesswerte, kombinieren mit den Prüfdaten, also mit den NIO oder IO-Werten der jeweiligen Bauteile. Ja, da hapert es schon bei vielen. Wir haben zum Beispiel bei einem großen Industriepartner dann das Problem gehabt, dass zwar alle Daten aufgezeichnet werden, aber von jeder Maschine einzeln. Und dann sind die Teile nicht mehr nachvollziehbar, wie sie über die Anlage gelaufen ist. Das heißt, ich konnte hier in dem Fall dann die Rohdaten nicht mit den Prüfdaten, den NIO-Labels am Ende, korrelieren, zusammenbringen. Und dann geht natürlich diese Vorhersage schon nicht mehr. Und anschließend im Prinzip versuche ich so eine Merkmalsextraktion, die wird nicht immer benötigt, deswegen gehe ich hier einfach mal drüber. Es kommt dann zur Dimensionsreduktion, das kann dann mit Projektionen erfolgen, wie zum Beispiel der linearen Diskriminanzanalyse, bei denen die Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen möglichst gut dargestellt werden. Und erst dann gehe ich ins eigentliche maschinelle Lernen, wo ich dann verschiedene Algorithmen wie Support Vector Machines oder neuronale Netze einsetzen kann. Bottom line von dem Ganzen ist, 80% der Arbeit gehen eigentlich in die Datenorganisation und die Vorbereitung für das eigentliche maschinelle Lernen. Das eigentliche maschinelle Lernen ist dann nur noch 20% der Arbeit. Und das müssen Sie sich immer vor Augen halten, wenn Sie ein Machine Learning Projekt bei sich durchführen möchten. Ich gehe mal jetzt mal die Reihe hier durch im Prinzip und zeige Ihnen einfach, was man in den einzelnen Schritten hier tut als Best Practice. Nämlich diese Erfolgsregeln zum Beispiel für die Rohdaten, die organisiert werden sollen. Erstmal darauf achten, wie gesagt, möglichst viele Beispiele zu haben für Gutteile, für Schlechtteile, für was auch immer Sie denn interessiert an den Daten dann. Es gibt leider keine Faustregel, wie viele Beispiele man hier braucht. Je komplexer das Problem, desto mehr Beispiele brauchen Sie im Prinzip, um auch noch kleinere Unterschiede statistisch signifikant rauszustellen. Wenn Sie nochmal an das Bild mit den verschiedenen Öltemperaturen denken, da reichen einzelne Beispiele im Prinzip, weil der Zusammenhang relativ stark ist und auch relativ klein herausgearbeitet werden kann. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel daran denke, was Google mit seiner Bilderkennung macht, da gibt es Standard-Libraries mittlerweile im Internet, die enthalten Millionen von Bildern, die in verschiedenen Kategorien klassifiziert sind, um diese Algorithmen zu trainieren, weil eben diese so eine Bilderkennung ein sehr, sehr kompliziertes Projekt, sehr, sehr kompliziertes Lernproblem ist. Deswegen muss man eben sehr, sehr viele Beispiele dafür bringen. Nächster Punkt ist, Sie müssen alle typischen Prozessvariationen abgedeckt haben.
wie ich schon sagte, die Kühlertemperatur lässt sich im Prinzip nur richtig klassifizieren im Winter und im Sommer, wenn sie dann auch eine Variation der Außentemperatur mit berücksichtigt haben im Training. Ansonsten wird vielleicht im Sommer fälschlicherweise schon reduzierte Kühlerleistung angezeigt, obwohl die gar nicht reduziert ist. Wichtiger Punkt ist der nächste, nämlich maschinelles Lernen hebelt nicht die grundlegenden Prinzipien der Messtechnik aus. Das heißt, wenn Sie schlechte Daten haben, die ungenau sind oder nur ungenau messen, dann wird auch Ihr Machine Learning-Ergebnis entsprechend ungenau sein, weil das maschinelle Lernen ist einfach nur eine Erweiterung der Messkette und in der Messkette summieren sich eben die Fehler auf. Ja, dazu gehört zum Beispiel Nyquist-Kriterium betrachten. Also ich hatte ein krasses Beispiel, wo eine Firma gesagt hat, ja, wir haben einen Vibrationssensor eingebaut und den tasten wir jetzt ab und wollen damit jetzt den Verschleiß der Maschine messen. Und Ende vom Lied war, ja, der Sensor wurde abgetastet, aber nur einmal pro Sekunde. Einmal pro Sekunde wurde vom Server ein Messwert abgefragt. Das heißt, ein Hertz. Dann können Sie absolut gar keine Verschleißsymptome in diesem Signal erkennen, weil Ihre Verschleißsymptome nicht gemessen werden können wegen dem Nyquist-Kriterium. Also solche Sachen muss man eben achten. Und auch, wir hatten es vorhin schon mit dem Montageautomaten, die Daten müssen synchron sein, nachvollziehbar oder in dem Fall braucht man eben eine Traceability. Das Nyquist-Kriterium ist das Abtastkriterium im Prinzip. Wie schnell muss man einen bestimmten Sensor abtasten? Also wie oft muss ich messen, um bestimmte Phänomene sehen zu können? Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, eine bestimmte Vibration bei einem Kilohertz nimmt zu mit meinem Verschleiß, also das ist mein Verschleißsymptom, dann müssen Sie, sagt das Nyquist-Kriterium, um diese Vibration überhaupt erfassen zu können, müssen Sie mit mindestens 2 Kilohertz abtasten. Das ist im Prinzip einfach Grundregeln aus der Messtechnik, die wie gesagt nach wie vor auch mit den besten Algorithmen berücksichtigt werden können. Nächster Schritt wäre die Annotation von Daten. Hier mal das Beispiel ohne Annotation, sind es einfach nur Daten. Mit Annotation habe ich jetzt Daten in verschiedenen Gruppen. Und jetzt kann ich den Algorithmus eben erst drauf loslassen und sagen, okay, zeig mir, was die Gruppen unterscheidet. Oder im Vergleich von einer Regression, zeig mir, wie viel Prozent der Lebensdauer ich habe. Ja, bei unserem Prüfstand war das ganz einfach. Wir haben ja die Achsen fahren lassen, bis sie kaputt sind und dann alle Daten mit Zeitstempeln aufgenommen und konnten so nach dem Ausfall der Achse eben wieder sagen, wie lange die Achse von dem jeweiligen Messwert aus noch gehalten hat. Und je nachdem, was Sie dann annotieren, je nachdem können Sie dann auch verschiedene Sachen vorhersagen. Also wir hatten schon das Beispiel mit Annotation mit dem End-of-Line-Test und damit kann man im Prinzip Ausschuss früher erkennen. Oder Sie annotieren mit dem Abstand zur nächsten Wartung und können dadurch detektieren, wann die nächste Wartung stattfinden soll. Sie können aber zum Beispiel auch Quereinflüsse annotieren. Und so können Sie Ihren Algorithmus am später besser testen, um zu gucken, ob er denn resistent und robust gegenüber diesen Quereinflüssen ist. Als nächstes kommt dann im Prinzip die Dimensionsreduktion. Hier werden im Prinzip, gibt es verschiedene Methoden. Es gibt zum Beispiel die Merkmalselektion, die schaut sich an, welche dieser ganzen Messdaten, die ich dann aufnehme, sind denn überhaupt charakteristisch für meinen Verschleiß oder symptomatisch und lässt dann alle, die nicht symptomatisch sind und zum Beispiel von einer Vibration von einer Nachbarmaschine zum Beispiel darstellen, die werden einfach weggelassen. Oder die Dimensionsreduktion mit der linearen Diskriminanzanalyse, die im Prinzip dann schon in wenigen Dimensionen sehr schön die Unterschiede zwischen einzelnen Gruppen, also einzelnen Schäden darstellen kann. Und als letztes kommt dann zum Beispiel die Klassifikation oder die Regression, je nachdem, was Sie dann haben möchten. Das ist jetzt ein Beispiel, wo es darum geht,
Ventilzustände, die Qualität von Ventilschaltverhalten vorherzusagen. Und die Idee ist einfach, wenn ich sehe, mein neuer Datenpunkt, den ich zuordnen möchte, liegt jetzt zum Beispiel mitten in dieser gelben Gruppe, dann ordne ich das natürlich der gelben Gruppe an. Liegt das zwischen zwei Gruppen, kann ich zum Beispiel schauen, welche dieser beiden Gruppen ist näher. Also im Prinzip kann ich sagen, ich vergleiche einfach mit gespeicherten Mustern der Sensordaten und entscheide dann, in welche Klasse das gehört. Der einfachste Klassifikationsalgorithmus, den es wohl gibt, ist der sogenannte K-nächste Nachbarn. Also hier, wenn wir ins linke Beispiel gucken, ich möchte diesen grünen Punkt jetzt einer Klasse zuordnen. Das heißt, ich gucke mir jetzt in dem Fall zum Beispiel einfach die drei nächsten Punkte an, die da außen rumliegen. Und da sehe ich, das sind zwei rote und ein blauer, also sage ich, naja, der gehört in die rote Gruppe. Und hier kommt dann immer im Prinzip schon die Sache mit dem Parameter-Tuning rein. Hier muss ich jetzt ein bisschen an den verschiedenen Schrauben drehen, um das gut hinzukriegen. Weil ich könnte mir ja zum Beispiel auch die fünf nächsten Nachbarn angucken. Dann sehe ich, es sind drei blaue und zwei rote. Und plötzlich wird derselbe Punkt in eine andere Klasse gesteckt, weil eben die nächsten Nachbarn eine andere Farbe haben. Was für einen Einfluss das hat, habe ich mal hier rechts dargestellt, wo es darum geht, einfach blaue und rote Punkte zu unterscheiden. Wenn ich sage, ich gucke mir immer nur einen nächsten Nachbarn an, dann kriege ich diese grüne Linie. Da sehe ich, die schlängelt sich total hier durch. Die teilt zwar perfekt grüne und blaue und rote Punkte voneinander, ist aber vielleicht nicht so gut auf andere Anwendungen übertragbar, weil sie ja vor allem auf dieses Rauschen hier reagiert. Deswegen ist zum Beispiel die schwarze Linie hier ja viel sinnvollere Lösung, weil die ja viel stabiler, robuster ist und nicht so schnell auf dieses Rauschen reagiert. Und die kriege ich im Prinzip, wenn ich mir viele nächste Nachbarn angucke, dann kriege ich eher die schwarze Linie. Und wenn ich mir nur einen angucke, dann eben die grüne. Das war jetzt einfach nur mal ein Beispiel, dass wir mal ein Beispiel haben für einen Klassifikationsalgorithmus, wie das sowas funktioniert. Es gibt natürlich eine ganze Reihe anderer. Also die beliebtesten sind wohl Support Vector Machines und künstliche neuronale Netze, die auch kompliziertere Probleme lösen können. Im Wesentlichen haben wir jetzt vor allem mit K-nächsten Nachbarn und lineare Diskriminanzanalyse, die sind eher für einfache Probleme. Mit den Support Vector Machines und künstlichen neuronalen Netzen können sie auch kompliziertere Probleme lösen. Ich würde aber immer empfehlen, probieren Sie immer erst die einfachsten Algorithmen, weil die sind durchschaubar. Da können Sie genau sagen, an welchen Merkmalen macht der Algorithmus das fest, die Lebensdauer, und an welchen nicht. Ganz wichtiger Punkt am Ende dann noch ist die Validierung. Sie müssen ja im Prinzip irgendwie zeigen, dass Ihr Modell, das Sie jetzt gefunden haben von Ihrer Maschine, das in die Lebensdauer vorhersagt, auch wirklich gut funktioniert. Und das ist wirklich richtig schwierig. Hier mal anhand eines Regressionsproblems dargestellt. Also hier im linken Bild haben wir ein relativ einfaches Modell, eine relativ glatte Kurve durchgezogen. Aber wir könnten ja auch im Prinzip eine Kurve durchziehen, die perfekt durch jeden einzelnen Punkt durchgeht. Aber die wird sicherlich nicht für diesen roten Testpunkt dann funktionieren. Das heißt, das Modell lässt sich nicht übertragen. Das können Sie wieder vergleichen mit dem menschlichen Lernen. Sie können entweder etwas didaktisch lernen und verstehen, wie etwas funktioniert, oder Sie können alle möglichen Kleinigkeiten auswendig lernen. Beides funktioniert irgendwie, aber wirklich übertragbar ist Ihr Wissen nur, wenn Sie es auch wirklich verstanden haben, was Sie da gelernt haben. Vorher ist das eben nur so Inselwissen, das sich nicht übertragen lässt. Worauf Sie auch achten müssen, ist Bias in Data. Meist dargestellt anhand dieses einen Bildes hier. Hier ging es darum, das ist auch wieder ein sehr, sehr altes Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg, in dem die Alliierten Rüstung, Panzerplatten an den Flugzeugen anbringen konnten. Die Frage war nur, wo werden diese Panzerplatten angebracht, sodass das optimal schützt. Und dafür hat man eben sich die Flugzeuge angeguckt, die aus einem Einsatz zurückkamen, und hat notiert, wo diese getroffen wurden. Und dann sieht man, all diese roten Punkte sind Treffer auf zurückgekehrte Maschinen.
Und dann hat man natürlich die Panzerplatten erstmal da angebracht, wo viele Ruderpunkte sind. Das hat aber nichts genützt. Erst später hat man dann gemerkt, ja, das liegt an einem Bias in den Daten, weil man hat sich ja nur die Flugzeuge angeguckt, die wieder zurückkamen. Wurden die Flugzeuge aber jetzt zum Beispiel am Triebwerk oder am Cockpit getroffen, dann kamen diese Flugzeuge nicht wieder zurück und es wurden keine roten Punkte dafür notiert. Das heißt, man muss die Panzerplatten gerade da anbringen, wo keine roten Punkte sind. Und solche Datenfehler hat man immer wieder. Ja, das haben sie auch in ihrer Projektion und das ist auch nur ein Beispiel dieser Survivorship Bias. Und die sind eben sehr, sehr schwer zu erkennen. Und deswegen muss jedes Modell immer am Ende validiert werden, um zu zeigen, dass es tatsächlich funktioniert und übertragbar ist und robust gegenüber Störeinflüssen. Die Validierung funktioniert eben so, dass man nicht alle Daten, für die man das Label kennt, also die Trainingslabel, ob jetzt IO oder NIO zum Beispiel, für die Vorhersage hier, man hält bewusst Daten zurück im Testset, trainiert dann über das Trainingsset und testet dann mit dem Testset im Prinzip und schaut sich an, kann mein Modell, das aus den Trainingsdaten gelernt hat, mein Testset richtig vorhersagen? Weil wenn es nur auswendig gelernt hat, im Prinzip das Overfitting gemacht hat, dann kann es das nicht. Hat es aber wirklich verstanden, was es machen muss, dann wird diese Vorhersage gut funktionieren. Und hier auch gerne, wie gesagt, wenn Sie annotierte Quereinflüsse haben, hier auch gerne damit arbeiten. Kann ich im Prinzip, wenn ich im Winter trainiert habe, kann ich dann auch den Zustand meiner Maschine im Sommer vorhersagen? Bin ich da resistent dagegen? Ja. Also solche Beispiele hatten wir tatsächlich, dass die Maschine im Sommer immer zu einer gewissen Zeit hat die immer Probleme gemacht. Bis dann mal jemand rausgefunden hat, ja, die Maschine steht direkt neben dem Hallentor. Das ist im Sommer immer offen, damit ein bisschen Luft reinkommt. Und ab nachmittags scheint da einfach die Sonne rein, trifft genau auf die Maschine, die erwärmt sich zu sehr und macht dann eben Probleme. Ja. So, damit sind wir im Prinzip schon durch mit unseren Best Practices. Jetzt möchte ich die letzten 10 Minuten drauf verwenden, nochmal anzugucken, was denn oft als Hemmnis für Machine Learning Probleme in Unternehmen angesehen wird. Als Quelle habe ich hier eine Studie von IDG Research Services, die im Prinzip 334 verschiedene Unternehmen befragt hat, die sich mit Machine Learning in der Produktion beschäftigen oder damit arbeiten und eben gefragt, was sind denn Hemmnisse für das? Und das sieht man ganz vorne, sind Sachen wie Datenqualität und Unverständlichkeit von Machine Learning-Algorithmen. Und dann eben eine ganze Kette von anderen Sachen, die Probleme bereiten. Jetzt möchte ich eben darauf eingehen, wie man solche Probleme von vornherein umschifft, idealerweise. Hier haben wir zum Beispiel das Problem mit der Datenqualität. Und wie gesagt, muss man eben das Machine Learning einfach als Erweiterung der Messkette begreifen, dass ich nicht mehr nur eine Vibration messen möchte, sondern den Zustand einer Maschine. Und dazwischen drin habe ich eben noch das maschinelle Lernen, das die Messkette erweitert. Das heißt, ich muss die Verschleißsymptome sehr gut erfassen können. Und vor allem muss ich aufpassen, dass ich nicht früh in der Messkette Fehler mache, weil die eben nicht wieder korrigiert werden können. Egal wie schlau mein Algorithmus ist, wenn meine Rohdaten schlecht sind, wird auch der Algorithmus nicht gut funktionieren und keine exakten Vorhersagen machen können. Das ist einfach hier wichtig, im Prinzip immer an die Grundregeln der Messtechnik, an denen festzuhalten, denn die gelten einfach weiter. Häufiges Problem war auch schlicht ausbleibender Erfolg, denn Machine Learning kann nicht alles. Es wird oft als das heilbringende Deep Learning dargestellt. Es gibt aber Probleme, da funktioniert das einfach nicht gut. Im Prinzip, wenn die Muster nicht klar erkennbar sind, solche Sachen eben. Das Problem ist auch, ich kann vorher, bevor ich nicht das maschinelle Lernen
durchgeführt habe und validiert habe, kann ich nicht vorhersehen, ob es gut funktionieren wird oder nicht. Was wir immer machen, denn der beste Mustererkennungsalgorithmus ist meiner Meinung nach immer noch die Methode des scharfen Hinsehens. Das heißt, ich gucke mir an, können denn Experten anhand von den Taten die erwünschte Vorhersage machen? Ja, ich denke jetzt nochmal zurück an die Völklinger Hütte. Da war das zum Beispiel so, da gab es trainierte Experten, die haben da zugehört und konnten dann sagen, ob was schief geht oder nicht. Und wenn man das im Prinzip kann, wenn das zum Beispiel ein Meister, der durch die Produktion läuft und sagt, ah, die Maschine da hinten quietscht, die macht es nicht mehr so lange. Wenn das geht, dann kann das maschinelle Lernen das wahrscheinlich auch. Und als nächstes würde ich Ihnen noch den Tipp geben, machen Sie nicht alles auf einmal mit maschinellem Lernen. Fangen Sie an, so wie wir es am Anfang hatten, mit den Stufen des der Statistikanalyse, fangen Sie an mit einer deskriptiven Analyse, mit einer prädiktiven Analyse, machen Sie nicht alles gleich, nicht alles auf einmal mit maschinellem Lernen. Einfach Schritt für Schritt vorgehen. Auf der nächsten Folie, ein häufiges Problem, das genannt wird, ist die Unverständlichkeit von Machine Learning Algorithmen. Dass viele sich beschweren, ja, ich verstehe ja überhaupt nicht, was dieser Algorithmus da macht oder wie der funktioniert. Ja. Das trifft zu für manche Algorithmen. Es gibt aber auch welche, hier mal dargestellt, die lineare Regression, die sehr, sehr einfach zu verstehen ist. Die einen genau sagt, aus welchen Merkmalen oder aus welchen Sensordaten kommt denn die Information, die ich nutze, um die verbliebene Lebensdauer vorherzusagen. Und ich habe bis jetzt schon einige Machine Learning Projekte durchgeführt und auch selbst leiten dürfen. Ich hatte bis jetzt einen einzigen Fall, wo die lineare Regression bzw. die lineare Diskriminanzanalyse nicht ausgereicht hat. In allen anderen Fällen, wenn man die Daten gut aufbereitet hat und schön darstellt, dann reichen auch lineare Algorithmen im Prinzip. Es wird oft dargestellt, wie hier in dem Plot, dass eben dass es hier so ein Trade-off gibt zwischen Genauigkeit der Algorithmen und der Interpretierbarkeit der Ergebnisse. Die Genauigkeit nimmt aber ja nur zu, wenn mein Machine Learning-Problem auch entsprechend komplex ist. Wenn zum Beispiel bei Bilderkennung ist ein sehr, sehr schwieriges Problem. Da funktionieren vor allem gerade die neuronalen Netze sehr, sehr gut. Da kann ich aber dann leider nicht mehr interpretieren, was das neuronale Netz tatsächlich macht. Aber in den meisten Fällen, wo es zum Beispiel geht, um Condition Monitoring zu betreiben, ist es meistens so, dass einfach, ja, wir hatten zum Beispiel die Festo-Achse, bei der man die Lebensdauer bestimmen kann, anhand von den Schalldaten. Das ist einfach so, dass bestimmte Schallmuster mit zunehmender Lebensdauer einfach lauter werden. Ja, da reicht völlig ein lineares Verfahren. Dann können Sie genau sagen, wo die Information herkommt. Das hilft Ihnen dann noch jede Menge, die Ingenieure zufriedenzustellen, weil die dann auch sagen, ja, das macht Sinn. Das sind tatsächlich physikalisch sinnvolle Werte, auf die sich der Algorithmus hier beruht, obwohl er nichts von der Physik verstanden hat. Und dann ist es die Akzeptanz, diese Methoden einzusetzen, auch viel, viel höher. Ja, ein Beispiel noch, warum die Interpretabilität sehr wichtig ist, bei den neuronalen Netzen. Ja, ich habe gesagt, Google trainiert da große neuronale Netze, um Bilder zu erkennen. Und schlaue Leute haben zum Beispiel herausgefunden, dieses Netz, das Google verwendet, das kann überhaupt keine Pferde erkennen. Es gibt zwar die Kategorie Pferd, aber man hat herausgefunden, alle Trainingsdaten im Prinzip kamen aus der gleichen Quelle und hatten unten links einen kleinen Copyright-Vermerk. Und was der Algorithmus gemacht hat, ist nicht das Pferd zu erkennen, sondern den Copyright-Vermerk jedes Mal zu identifizieren und dann zu sagen, okay, das ist Pferd, weil alle Pferde haben immer diesen Copyright-Vermerk. Ja, und solche Sachen wollen sie natürlich nicht in ihre Produktion, weil das einfach nur zu Fehlern führt. Dann kommen wir schon zur vorletzten Folie. Was ein großes Problem ist, kenne ich auch oft, ist die Kommunikation zwischen den einzelnen Unternehmensbereichen in Sachen Machine Learning. Meistens zwischen
den Werkern, die wirklich mit der Maschine arbeiten, und der IT-Abteilung. Das liegt einfach daran, das sind unterschiedliche Vorkenntnisse vorhanden. Der eine hat Informatik studiert, der andere hat Maschinenbau studiert. Ja, das sind teilweise ganz andere Welten und auch die Vokabeln, die verwendet werden hier für solche Sachen, für Produktionsstatistik und maschinelles Lernen, sind völlig unterschiedlich. Ja, also ich hatte letztes Jahr, hatten wir drei größere Aufträge, also Industrieaufträge von Großkonzernen, im Prinzip industriellen Großkonzernen, wo wir Machine Learning technisch beraten sollten. Und alle drei haben sie ihre eigene Machine Learning und KI-Abteilung. Und ich habe bei allen drei gefragt, warum macht ihr das nicht mit eurer eigenen Abteilung? Warum sollen wir als externer Berater dazukommen? Und dann sind mir diese drei Sätze in Erinnerung geblieben. Das war einmal, ich verstehe nicht, was sie machen. Das zweite ist, man kann nicht mit denen reden, kam beim zweiten. Und beim dritten war sogar, die haben keine Ahnung. Also ich habe jeweils mit den Ingenieuren gesprochen und habe denen gefragt, warum gehen die nicht zur IT-Abteilung? Und das liegt einfach daran, dass man mit den Vokabeln so fern voneinander liegt, von den Grundkenntnissen, die man mitbringt, dass man sich da gar nicht gegenseitig versteht, im Prinzip, und nicht versteht, was der andere macht. Und deswegen mein Tipp hier, planen Sie das mit ein. Planen Sie Zeit ein, die beiden auf eine Stufe zu bringen. Und vor allem sollten hier die Leute auch zusammenarbeiten, am besten auch örtlich zusammen. Also an der Universität des Saarlandes gibt es jetzt auch den Studiengang Data Science and AI. Und das ist tatsächlich so, in den höheren Semestern, wenn es in die Praktikumsphasen geht und so, dann müssen sich wirklich Ingenieure und Data Scientists zusammensetzen. Also das sind Praktika geplant, wo jeweils ein Data Scientist und ein Ingenieur aus Maschinenbau zum Beispiel, sich zusammensetzen und dann zusammen ein Projekt bearbeiten. Weil jeder allein kann es nicht. Und das muss man hier eben berücksichtigen. Ein kleineres Problem von den Firmen, aber ich möchte es hier der Vollständigkeit trotzdem erwähnen, waren finanzielle Mittel. Und da ist mein Tipp immer, machen Sie Machine Learning nicht zum Selbstzweck, sondern überlegen Sie sich wirklich einen Anwendungsfall, der auch tatsächlich einen finanziellen Vorteil bringt. Und dann kann man eben auch ganz einfach sagen, okay, wenn wir das vorhersagen könnten, diese Größe zum Beispiel, würde uns das so und so viel die Arbeit erleichtern, würde Ausschuss reduzieren oder. Und dann kann man hier vernünftig rechnen. Und wenn sich die Investition dann lohnt, ja, dann ist es in der Regel auch einfach, dafür Geld aufzutreiben. Bei zum Beispiel Geschäftsführern oder sonstigen Geldgebern. Das ist meine Erfahrung. Sollte Ihnen da das Risiko zu recht groß sein, gibt es immer noch öffentlich geförderte Projekte. Also die Themen KI, maschinelles Lernen, werden im Moment sehr, sehr stark gefördert von BMWi, BMWF. Und die fördern vor allem gerne kleine und mittelständische Unternehmen. Da gibt es immer Möglichkeiten, Projekte durchzuführen. Das nächste ist, machen Sie nicht alles auf einmal, sondern immer schön schrittweise. Immer ein Ziel setzen, das erreichen. Ich meine, das braucht auch Zeit, sich das in der Produktion umzusetzen. Es braucht auch Zeit, sich erstmal gedanklich darauf einzustellen, dass ich Entscheidungen jetzt vielleicht datenbasiert treffe und mit solchen Modellen. Und das nächste ist, Sie brauchen keine teure Software dazu. Es gibt sehr, sehr schöne, gute Open Source Frameworks, die auch für den kommerziellen Betrieb kostenlos sind. In Java ist da das bekannteste Weka und in Python ist es Scikit-Learn für das klassische maschinelle Lernen und für neurionale Netze ist da Keras der Standard. Das ist ein Interface für diese ganzen großen neuronalen Netz-Toolboxen, wie sie von Google zum Beispiel angeboten werden, das TensorFlow. Und am Schluss noch letzte Folie hier, was auch als Problem anerkannt wird von den vielen Unternehmen, sind einfach fehlende Kenntnisse bezüglich Statistik und der Algorithmen. Und da ist es einfach so, dass über 50% der Unternehmen, gerade im kleinen und mittelständischen Bereich, mit externen Beratern auch
arbeiten, die dir da im Prinzip bei verschiedenen Sachen hier helfen. Hier auch wieder als Quelle die EDG Research Services, die Studie dort. Also wo sich Unternehmen helfen lassen, vor allem Datenauswahl, Algorithmenauswahl. Wie gesagt, Datenbereinigung ist sehr, sehr wichtig. Solche Sachen. Ja, damit komme ich auch zum Ende. Sind ja nicht ganz in der Zeit, aber immerhin. Ich hoffe, Ihnen hat gefallen. Sie haben was Neues gelernt. Besuchen Sie uns gerne auf unserer Webseite und schauen Sie sich die KI-Konferenz an, die demnächst als online durchgeführt wird. Welche weiteren wichtigen Anwendungsfälle sehen Sie für ML in der Industrie über und vor Wartung hinaus? Optimierung ist dann ein großer Punkt. Hier war zum Beispiel das eine Beispiel war ja der automatisierte Montageautomat, bei dem man direkt gesehen hat, dass der Rüstprozess problematisch ist. Im Prinzip. Hier konnte man zum Beispiel dann auch, man konnte nicht für Einzelteile vorhersagen, ob die IO oder NIO werden. Man konnte aber nach einem neuen Rüstvorgang anhand der ersten paar Teile, die über die Stationen gelaufen sind, schon direkt sagen, wie hoch der Ausschuss sein wird, also die Ausschussrate für diese Charge. Also Optimierung ist hier auch ein großer Punkt und Erkenntnisgewinn im Prinzip. Also dadurch, dass man dann wusste, okay, es ist der Rüstprozess, der hier Probleme macht. Nächste Frage: Sind Ihnen Anwendungen KI as a Service bekannt, die benutzt werden können ohne Wissen im ML für die Solar- und Windenergiebranche? Also ich bin jetzt kein Experte speziell für die Solar- und Windenergiebranche, aber im Prinzip für Keras gibt es noch eine Erweiterung, die nennt sich AutoKeras. Das ist im Prinzip eine Automatisierung des maschinellen Lernens. Wir arbeiten auch gerne mit automatisierten Methoden in unserer Arbeitsgruppe, weil man sie eben einsetzen kann ohne Hintergrundwissen. Also wir haben hier zum Beispiel das Tool Dave geschrieben. Kann ich hier selber? Ja, ich kann hier das eintippen. Dave mit V hoch 3 geschrieben, das genutzt werden kann für automatisiertes Machine Learning, um im Prinzip automatisierte Modelle zu trainieren. Auch zum Beispiel für Scikit Learn, wenn ich nochmal eine Folie zurückspringe, in Python, da gibt es auch eine Erweiterung, die nennt sich Auto Scikit Learn, die im Prinzip automatisiert Machine Learning Modelle trainiert. Da müssen Sie sich im Prinzip nur ausführlich mit der Validierung auseinandersetzen, weil das natürlich auch wieder von der Interpretierbarkeit recht schlecht ist. Und ja, dann müssen Sie aufpassen, dass Sie wirklich nur das lernen, was Sie wirklich lernen wollen. Ja. Ein bisschen Code muss man schreiben können, ja. Bei uns zum Beispiel das Dave, das ist mittlerweile auch wieder kompiliert verfügbar. Das ist in MATLAB geschrieben. Das ist eine grafische Nutzeroberfläche. Da kann man sich im Prinzip auch durchklicken. Genau, Stichwort AutoML kommt auch. Solche Sachen können Sie sich da angucken. Und ansonsten kann man, wie gesagt, auch mit einfachen Statistikprogrammen anfangen. Wenn man erstmal klein anfangen möchte mit der deskriptiven Statistik, um dann erst auf die weiterführenden Sachen zu kommen. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche noch einen schönen Tag.